Willkommen zurück zu Black Mirror. Ja, Freunde, da sind wir nun wieder. Sorry, dass es ewig lang gedauert hat, bis es hier mal wieder weitergeht. Aber ihr habt es ja in Twitter oder Discord oder sonst wo bestimmt mitbekommen. Es gab viele, viele unschöne Umstände. Es gab auch ein paar schöne Umstände. Und ja, die sage ich immer, aufnehmen. Nur wenn man Lust hat, sich zu nichts irgendwie zwingen oder zwängen oder sonst wie was. Nee, jetzt ist alles gut. Und deswegen bin ich auch endlich wieder hier am Start mit Black Mirror. Ich bin gespannt und bin einfach mal zuversichtlich, dass es hoffentlich jetzt wieder der Alltag bei mir einkehrt, weil den könnte ich gut gebrauchen. So, also, den Schreibtisch haben wir das letzte Mal aufgemacht. Ich denke, da ist nichts mehr drin, beziehungsweise doch, da ist noch was drin. Erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Allerdings muss ich da so Dinger finden. Das haben wir ja gelöst, ne? Aber hier fehlen ja noch zwei Schlüsselchen oder so. Keine Ahnung. Werden wir dann noch herausfinden. Das war ja schon ein Akt hier, dafür, dass unser Protagonist hier, wie hieß er? David oder Daniel? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ist alles schon so lange her. Haben wir für sowas nicht ein Tagebuch? Dann können wir wenigstens nochmal uns ein bisschen reinkommen in das Spiel. Das mal untersuchen. Eigentlich sollte ich es vorlesen, weil es ist so lange her, der letzte Part. Einige wussten vielleicht gar nicht, dass ich das Let's Playe. Also, die Reise aus Indien war lang und beschwerlich. Ich ließ Mutter nur widerwillig zurück. Allein Vaters Tod bedauernd. Ich war noch ein Kind, als er beschloss, dass wir nach Indien ziehen sollten. Laut seiner Aussage eine bessere Umgebung für uns. Dies war jedoch nicht der Fall. Obwohl ich immer einmal die angestammte Heimat des Gordon-Clans mit eigenen Augen sehen wollte, stellte mein Vater schnell klar, dass ein Haus nicht gleich ein Zuhause ist. Während Großmutter Margaret sich hauptsächlich um meine mögliche Erbschaft des Anwesens Gedanken zu machen scheint, interessiere ich mich eher für die Umstände des Todes meines Vaters. Obwohl er so viele Jahre lang keine Zeit, kein Teil unseres Lebens war, zugegeben nicht seine einzige Untugend, fühle ich mich. Und jetzt klingelt das Telefon. Oh, immer wenn ich aufnehme. So, da bin ich wieder. Mal gucken, wie lange ich jetzt. Ach, jetzt hat sich dieses Headset wieder. Ach. Ja, immer die kleinen Wehwehchen hier. Nee, ich habe hier gerade gelesen, aber ich habe jetzt Großteil Reisen anboten. Alkoholtränke, Melancholie. Okay, also ich denke, die Erinnerung dürfte wieder da sein, auch wenn ich jetzt unterbrochen wurde und das jetzt nicht weiterlese. Mich interessiert jetzt eher, was wir hier noch vorhaben. Entdecken Sie das Geheimnis des Schreibtisches in der Bibliothek. Das ist angeblich noch offen. Das habe ich aber doch gemacht. Gucken wir mal das Inventar. Was war denn das? Ich wollte eigentlich da nicht raus. Ich wollte mir das Inventar jetzt noch angucken. Wir haben Draht. Wir haben eine Steinfigur. Wir haben einen Brief von Davids Vater. Okay, hier ist David. Das ist das Einzige, was ich eigentlich wissen wollte. Ein Ohrring und ein eine Streichholzschachtel. Eine sehr schöne Streichholzschachtel. Ein Messer. Naja, ein Messer ist relativ... Und ein Schreibtischnotiz, Schreibtischschlüssel, Brief von Davids Mutter. Und jo. Okay. Warum ist das... Muss ich doch noch was am Schreibtisch machen, weil... Aber hier... hatten wir den kleinen Schlüssel ja benutzt? Das Rätsel haben wir ja gemacht. Oder hat er das sich nicht gespeichert? Doch, ne? 3618, weiß ich jetzt nicht, ob das der Code war. Aber man sieht's ja hier. Hier ist dieser eine Schlangenkopf, beißt da nicht mehr rein. Also das ist wohl jetzt fertig. Aber vielleicht muss ich einfach noch ein Stückchen weglaufen oder so, damit was Neues passiert. Oder ein neues Ziel kommt. Vielleicht will er sich jetzt auch einfach pennen legen und ich krieg morgen nächste Ziele. Mal schauen. Jetzt renne ich hier gefühlt hier nur im Kreis herum. Da ist der Ausgang. Das sah gerade seltsam aus, als wäre er hingeflogen und schnell wieder aufgestanden, damit ich nichts mitbekomme. Aber na gut. Ja gut, David, wo wollen wir denn jetzt hin? Ich habe jetzt natürlich in der Zwischenzeit nahezu alles vergessen. Waren wir hier überhaupt schon mal drin? Wahrscheinlich nicht, denn es ist zu. Der Dachboden. Im Dachboden lauern ja immer die tollsten Geheimnisse, nicht wahr? Könnte das mein Zimmer gewesen sein? Nein, denn er ignoriert diese Tür einfach, als würde sie nicht existieren. Auch gut.
Dann war da hinten vielleicht irgendwo mein Zimmer. Ich will doch nur pennen. Wir haben einfach die Zimmer ignoriert. So, was ist mit dem Zimmer? Das gefällt dir auch nicht. Ja, du bist mir einer. Ich finde, David sieht total, weiß nicht, aggressiver. Vater muss im Herrenzimmer etwas für mich hinterlassen haben. Ich könnte morgen Mr. McKinnon bitten, es für mich zu öffnen. Aber dann wird er mir im Nacken sitzen. Und wer weiß, was ich dort finde. Na, dafür, dass er so grimmig guckt, hat er eine sehr beruhigende Stimme. Das Schloss knacken, habe ich das schon probiert? Das Schloss ist zu schwer, zu alt. Das wird nicht funktionieren. Schade, ich habe gedacht, mit deinem Draht bist du so ein Meister des Schlösserknackens. Aber vielleicht finden wir irgendwann noch einen Schlüssel, wer weiß. Jetzt jedoch würde ich gerne einfach nur mal die Nacht beenden und vielleicht auch mit Leuten am nächsten Tag reden, das wäre cool. So, mal schauen, ob es geht. Den Koffer darf ich mir angucken. Das kennen wir bereits. Oh, wenn die jetzt echt noch wollen, dass ich an dem Schreibtisch noch was mache. Die wollen doch bestimmt nicht, dass ich jetzt alles... Moment mal. Hm? Was ist das? Ich habe ein Fototeil gefunden. Seltsam, dass ich das letzte Mal nicht gefunden habe. Ach, da hatte ich vielleicht noch nicht meine Kerze. Das würde Sinn machen. Mal Items nutzt er automatisch, ne? Wenn ich kann das nicht. Bester Freund. Ja. Und gut für so manch einen Fakir-Trick. Ja, okay. Also ich nehme an, das benutzt er automatisch. Wo finde ich nochmal diese Fotos? Wahrscheinlich sind das Sammelobjekte, die hier gar nicht im Spiel direkt sind. Müssen wir da mal im Menü gucken. Ja, toll, aber entgegen meiner Hoffnung geht es hier nicht weiter. Ich habe immer noch die Quest, ich soll am Schreibtisch was machen, obwohl ich das getan habe. Vielleicht muss ich den Schreibtisch... Oh doch, ich kann das Bett verwenden. Schlaflosigkeit, meine treue Freundin. Ob Andrew die Bibliothek schon verlassen hat? Okay, dann gehen wir doch nochmal in die Bibliothek. Vielleicht ist das aber auch ein Hinweis. Vielleicht ist er jetzt ja wirklich weg. Und ich kann da was finden, was ich hier noch diese Nacht brauche. Das könnte ja sein. Muss ich nur nochmal gucken, wie ich hier runterkam. Da lang? Ja. Wo geht es hier nochmal runter? Speiseaufzug hier. Kann ich den auch nutzen? Bin ich wohl ein bisschen zu groß dafür. Ne, da muss ich, also hier im Flur geht's gar nicht runter. Da muss ich, jetzt bin ich einmal im Kreis geladen. Muss irgendwo anders eine Treppe nach unten finden. Aber es ist ruhig. War der immer so ruhig? Vielleicht ist er wirklich nicht mehr in der Bibliothek. Ich muss nur noch irgendwie hinfinden. Hier vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Und der Typ ist auch weg, ha? Ja, wunderbar. Dann gucken wir uns mal den Schreibtisch an. Hallo? Nee. Da ist bestimmt was. Geh mal da rein. Läuft irgendwie so seltsam geschmeidig. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Irgendwie ist es seltsam, wie er läuft. Willst du jetzt nicht mal den Schreibtisch dir genauer angucken? Du hast doch nicht ohne Grund so eine Anspielung gemacht, ob der schon im Bett ist. Jetzt interessiert ihn einfach gar nichts hier. Vielleicht nochmal von der Seite gucken. Nee, da ist sonst nichts mehr. Aber vielleicht kann ich ja doch ein bisschen rumschnüffeln, was er vorhin nicht geduldet hätte, wisst ihr? Also gucke ich nochmal. Der Stuhl sieht bequem aus. Na, lauf weiter. Was, warum hängst du jetzt an dem Stuhl fest, oder was? Hier muss doch irgendwas geben. Meinetwegen noch so ein Schlüssel, damit ich den Schreibtisch weiter bearbeiten kann. Da geht's raus. Ja, also irgendwie, ist das gerade alles nicht lukrativ, was ich hier mache. Hat mir zwar den tollen Hinweis gegeben, aber dann macht er nichts und ja, vielleicht anders werde ich gucken.
Gucken wir uns einfach nochmal das ganze Schloss an. Geht ja gut los. Oh Mann, warum? Geh doch jetzt einfach durch diese Tür. So. Schauen wir mal, ob hier noch jemand ist. So, die Eingangshalle. Die kennen wir. Rausgehen darf ich bestimmt nicht. Warum auch? Ach ja, das Haus war ja so gigantisch groß. Aber ich dachte, wir hätten uns das letzte Mal schon so schön umgeschaut hier. Was soll ich denn jetzt nochmal finden? Lady Margaret und Edward. Wie jung sie aussehen. Aber... Okay, ich breche das mal ab, weil wir das schon mal hatten. Hilft mir ja auch nicht wirklich weiter. Gibt ja im Grunde wenig Interaktionspunkte, die ich mir angucken kann. Ach Gott, da liegt sie ja. Die hat mich das letzte Mal schon so halb erschreckt. Lebt die überhaupt noch? Will die nicht lieber in ihr Bett? Ich hab dein Ohrring. Also interessiert dich wohl auch nicht. Gut, wollen wir sie nicht stören? Ach, wäre es nicht einfacher ins Bett zu gehen, dann wären die auch mal wach und ich könnte mit denen interagieren und vielleicht dann auch mehr herausfinden. Nö, er schlappt noch in der Nacht rum. Planlos. Der coole Gärtner ist ja auch nicht mehr hier. Der war mal ein geiler Auftritt. Das war eigentlich der beste Auftritt bis jetzt. So, jetzt sind wir in dem großen Raum. Aber da war ja auch nichts und niemand mehr, ne? Ja, warum kann ich mir das so angucken? Ich werde da bestimmt mal was tun können. Aber jetzt im Moment eher nicht. Nee, da geht nichts. Vielleicht muss ich irgendwann was verbrennen oder so. Da kommt keiner durch. Ja, ja, diese schlaflosen Nächte, wo man im Schloss herumirrt. Wer kennt es nicht? Ja gut, wenn das jetzt nicht langsam besser wird, dann werde ich halt einen Cut einlegen müssen. Ziemlich traurig. Jetzt, wo wir so lange auf einen neuen Part warten müssen, dass wir jetzt schon irgendwie so eine Hängphase haben. Ich wüsste halt nicht, was ich jetzt noch am Schreibtisch machen könnte. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Ah, da kam ich her, ne? Ja, okay. Dann gucke ich nochmal auf der anderen Seite. Sollte vielleicht doch mal probieren, ob ich raus kann. Moment, wo bin ich denn jetzt? Ach, es ist aber auch ein großes Schlösschen hier. Hä? Ach so. Ja gut, wo sind überhaupt die Tür? Da, ne? Nach draußen. Ja, da geht er ja nicht hin, dass ja die unsichtbare Wand stimmt. Da war ja was. Dann gehe ich mal hier hoch. Ah, dann bin ich ja wieder in den Fluren. Ja, toll. Das bringt mir alles nichts. Okay, ich gucke mir uns halt nochmal den Schreibtisch an. Aber ich befürchte, mir fehlt etwas, um da weitermachen zu können. Jo. Und vor allem... Na gut, wir gucken einfach mal. So, ich bin doch jetzt richtig, oder? Vor allem fehlt mir Orientierung, wenn ich hier immer so rumschleppe. Ah, nee, da ist er. Also, Schreibtisch. Moment, was stand da bei X? Ach, ich soll die noch schließen! Nee, okay, ich dachte schon, wenn das jetzt mein Ziel gewesen wäre, hätte ich mich ein bisschen blöd gefühlt. Hätte aber Sinn gemacht. Entdecken Sie das Geheimnis des Schreibtisches in der Bibliothek. Habe ich doch. Aber obwohl, finden Sie einen Weg, den Schreibtisch in der Bibliothek zu öffnen. Das hatte ich ja.
Ich muss ich doch noch was machen, aber... Also hier kann ich... Ich kann ja mir das nur angucken. Da geht ja nichts. Die Laden, da geht auch nichts. Das haben wir gemacht. Kann da auch nicht mehr rumdrehen, wie man sieht. Da dieser Schlüssel kann ich nicht nehmen. Moment, nochmal. Schlüssel würde ich aber allgemein immer mitnehmen wollen. Wertes Spiel, aber tut sich ja nichts. Hey. Mm-mm. Unten gucken. Oh! Okay, was kann ich da machen? Drücken? Irgendein Teil des Tisches scheint sich bewegt zu haben. Ach, herrje. Ich kann es doch noch weiter öffnen. Zwei offen. Okay, dann werde ich das dritte wohl doch noch öffnen können. Gucken wir mal gerade auf die andere Seite. Oh, Mann. So, und hier... Wir haben einen weißen und wir haben einen schwarzen Knopf. Ich sehe hier einige weiße und schwarze Stellen. Ich drück mal den weißen. Nee, ich drück mal den schwarzen. Ich drück nochmal den schwarzen. Irgendwas stimmt nicht. Ich drück weiß, als ich ihn muss. Irgendwas stimmt nicht. Okay, ich drück schwarz. Und passiert nichts. Okay. Es scheint eine Reihenfolge zu sein, die wir machen müssen. Jetzt weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz. Nein! Irgendwas stimmt nicht. Moment. Wir müssen einfach die Schlange nachbilden. Also schwarz. Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz. Weiß. 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 Schwarz. Schwarz. Weiß. Weiß. Fertig? Hallo? Nö, ich hätte noch was drücken müssen. Okay, nochmal hin. Aber so geht's. Es war zumindest dann nichts mehr falsch. Also nochmal nachbilden. Moment. So. Also, schwarz. Oh nein, ups. Irgendwas stimmt nicht. Nochmal. Schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz. Weiß, 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 schwarz, schwarz, weiß, weiß. Und innen drin ist ja noch ein weißer. Deswegen drücke ich jetzt nochmal weiß. Oh nein! Irgendwas stimmt nicht. Okay. Gut, dann nochmal. Schwarz. Nein, oh, warum drücke ich denn? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Okay, ich muss schwarz doch dann drücken nochmal. Schwarz und dann danach nochmal schwarz, oder? Oh, ich weiß es nicht. Ne, wartet mal, ich werde das jetzt über... Warte mal, ich gucke mir hier die Schlange nochmal an. Ja, seht ihr? Weil da geht die Schlange weiter. Mit... Ich weiß jetzt nicht von... Es geht auf jeden Fall mit schwarz. Ja, okay. Da ist das Schwanzende. Also geht es weiter mit schwarz, schwarz, weiß, schwarz. Okay. Jetzt haben wir es aber. Nette Rätsel, das gefällt mir. So. Sind jetzt nicht sonderlich schwer, man muss halt auch ein bisschen nachdenken und nicht einfach rumprobieren. Also jetzt nochmal. Schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz, weiß. Hä, ich hab doch... Hab ich irgendwas falsch gedrückt nochmal? Ach, ich war noch mittendrin in dem anderen Versuch. Könnte auch sein. Nee, kann nicht sein. Weiß, schwarz, weiß, schwarz, weiß, 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 schwarz, schwarz, weiß, weiß, schwarz, schwarz, weiß, schwarz. Ah, wir machen Fortschritte. So. Ein Schlüssel. Jemand macht sich an meinen Nachforschungen zu schaffen. Ich bin mir sicher. Ganz sicher.
Ich kann sie hören, wie sie flüstern und kichern. Sie schleichen herein, während ich schlafe. Hier lauert Gefahr. Ich muss meine Notizen im Herrenzimmer wegschließen. Ich mache mich auf, um diesem Schrecken ein Ende zu bereiten, komme was wolle. David, wenn du dies liest, bin ich tot. Den Mächten, die hier ihr Unwesen treiben, erlegen. Es tut mir leid, dass du in diese Tragödie hineingezogen worden bist. Die Antworten, die du suchst, findest du in meinen Notizen im Herrenzimmer. Nutze sie. Pass auf dich auf. Ich hab dich lieb, Sohn. Ist das der Schlüssel, den Vater gemeint hat? Okay. Den Schlüssel nach oben drehen. Okay. Okay, ich kann halt an dem rumspielen. So einen Schlüssel habe ich noch nie gesehen. Mir scheint, Vater wollte, dass ich ihn geheim halte. Ja, offensichtlich so gut, wie er ihn versteckt hat. Ja gut, ich kann an den anderen Dingern auch rumdrehen. Das wird wohl erst Sinn ergeben, wenn, okay. Das wird wohl erst Sinn ergeben, wenn ich das passende Schloss dafür habe, oder? Dass das eine richtige Anordnung sein muss, nehme ich mal an. Den nehmen wir ja mit, nehme ich an, ne? Okay. Oh, hallo. Du hast mich erschreckt. Tut mir leid. Tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Hey, warte. Was war denn das jetzt für ein Bingel? War das Wick? Kennt ihr noch Wick aus Teil 1? Wo ist er hin? Der hat es aber nicht lange gemacht. Vielleicht irgendein Kind von einer Haushaltshilfe, die hier arbeitet. Ansonsten wüsste ich nicht, wieso hier ein Kind rumschleichen sollte, das jetzt natürlich verschwunden ist. Den Schlüssel haben wir aber, ne? Der hat uns ja voll ertappt, wie wir an dem Schreibtisch rumgemacht haben. Jetzt haben die uns da weggeportet vom Schreibtisch. Na gut, ich nehme mal an, das ist jetzt egal, ob der noch offen steht oder nicht. So genau wird's das Spiel nicht nehmen. Oh, bist du wieder hingefallen? Naja, okay, den Generalschlüssel. Klar, ne? Wenn ich den immer so anpassen kann. Für jegliches Schloss. Finden Sie das Schloss, das zum Schlüssel passt? Ja, hieß es nicht im Herrenzimmer? Oder soll ich jetzt erst diesen Jungen suchen? Ich probiere einfach jede Tür aus. Auch wenn ich immer noch dafür wäre, dass wir mal schlafen. Aber hoffnungslos mit dem Kerl. Das war mein Zimmer, ne? Da brauche ich erst gar, da probiere ich es erst gar nicht. Guck doch nicht so grimmig, David. Ich meine, du hast ein wunderschönes Schloss geerbt. Vielleicht noch ein Fluch dabei, aber hey. Ah, siehe da. Jetzt können wir es entsperren. Okay, das dachte ich mir schon fast. Schlüssel verwenden. Er passt nicht. Ja, natürlich passt er nicht. Kann ich das bitte von hier aus machen? Also unten brauche ich ein Kreuz und oben brauche ich so eine Art Knüppel. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ein Rätsel nach dem anderen, das gefällt mir. So, wie macht man das jetzt? Also, im Grunde... Ja gut, er steckt ihn ja... Wie steckst du ihn rein? Das wäre vielleicht ganz gut zu wissen. Nehmen wir mal an, er steckt ihn so rein. Ach komm, so kann man das ja wunderbar sehen. Also, da oben hat er ja schon sein Kreuz. Aber unten stimmt's dann nicht. Weil da ist der Knüppel auf der falschen Seite. Wenn wir ihn so reinstecken würden... Ah, dreh das doch nochmal schön wie vorhin so, dann... Seltsam die Steuerung mit den Analogsticks hier, dann, wir will mal gucken, wie das ausschaut. Unten habe ich das Kreuz. Unten passt's. Aber der Knüppel... Mensch, warum... Ah. Der Knüppel... Ich krieg's halt nicht gerade hin. Das ist ein Scheiß. Hä? Aber eigentlich sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich ihn so reinstecken würde. Na gut, dieses, in der Mitte... Ja gut, da ist es dicker, das ist klar. Aber von dem Knüppel abgesehen ist ja dieses eine Teil da noch. Wo soll denn das eigentlich hin? So, jetzt will ich mal wieder hier noch was machen können. Das kann ich eh nicht drehen. Vielleicht müssen die auch einfach nur,
andersrum. Also, ach, ist das ein Gemachs, ey. So, okay. Und zwar die auf die Seite und das andere auf die Seite. So, und das da hinten, das kann ich ja gar nicht drehen. Aber, ah ja, wegen dem Knüppel, aber das macht bei dem Kreuz ja nichts. Da passt jetzt der Knüppel ja rein, ne? Genau. Der sollte ja jetzt nicht mehr stören. Okay, wir probieren es einfach mal. Sesam, öffne dich. Yeah. Hier hat jemand etwas gesucht. Entweder hatte er keine Zeit aufzuräumen, oder es war ihm einfach egal. Vielleicht auch beides. Questprotokoll. Jetzt werden wir das Herrenzimmer erkunden. Mensch. Wenn Vater wollte, dass nur ich den Schlüssel finde, dann bedeutet das, dass seit seinem Tod niemand dieses Zimmer betreten konnte. Na, ein Glück, dass dein Vater davon ausging, dass du gerne Rätselspiele spielst. Gar nicht so einfach, bis man hier mal drin ist. Mythen und Legenden der Highlands. Aus der Bibliothek, nehme ich an. Na, das wird teuer, wenn dir das irgendwann mal zurückgibt. Es sei denn, ihr habt so eine tolle Bibliothek, wo es nie was kostet. Obwohl, wenn man es zu lange behält, eigentlich schon. Naja. Der Schreibtisch wird bestimmt interessant, aber das sehe ich schon das nächste Rätsel, glaube ich. Aber hey, es macht ja Spaß. Okay, dann mach's halt von der Seite. Okay, wühlen wir uns mal durch. Sieht ja fast so aus wie bei der Steuererklärung. Du hast da ein Foto teilgenommen. Eine Zigarre willst du anscheinend nicht. Bis auf das Siegel ist alles da. Bis auf das Siegel, okay. Ich fühle mich wie so ein Geist, der so rumwuseln kann. Alles so geschmeidig mit dieser... Was für ein Durcheinander. Briefe über die alltägliche Verwaltung des Anwesens. Sie könnten hilfreich sein, sollte ich beschließen, hier zu leben. Das muss Edwards Handschrift sein. Die Hälfte von dem zahlen, was er will. An die Anwälte weitergeben. Charmant. Und der hier. Ihr Geld wird sie nicht ewig beschützen. Der Henker wird sie irgendwann holen. Ein Fluch auf sie und ihre Familie. Es scheint aber so beliebt, wie er freundlich war. Okay. Eine leere Schublade. Vater hätte seine Papiere nicht an einem so offensichtlichen Ort wie einer Schublade versteckt. Wer auch immer das war, er hat das Zimmer durchsucht, nachdem er in den Schreibtisch geschaut hat. Vielleicht hat die Person nicht gefunden, was sie gesucht hat. Gibt's da vielleicht so einen klassischen doppelten Boden oder so? Ja. Ha. Eine Art Geheimfach. So, was haben wir denn da? Vaters Handschrift. Die Kapelle, die Familienchroniken. Vielleicht finde ich dort Antworten. Aber das machen wir jetzt definitiv morgen, oder? Aber ich bin hier noch nicht fertig, David. Bleib mal hier. Ich habe nämlich, als wir die eine Schublade da gesehen haben... Jetzt darf ich mir die eine Schublade nicht mehr angucken. Weil auf dem Boden war auch noch ein Untersuchen da. Naja, vielleicht... war das halt unwichtig. Ja, offensichtlich. Weil jetzt interessiert ihn gar nichts mehr, jetzt wo er diesen kleinen Schmierzettel hat. Da ist auch nichts. Ne, jetzt... Ah, hier haben wir noch was. Nur Krimskrams. Schade. Ah, das... Nee, das ist was Neues. Ortsansässiges Mädchen vermisst. Das Verschwinden der ortsansässigen Cora McKay, 17 Jahre alt, sorgt für Besorgnis. Der Polizei zufolge wurde sie zuletzt vor 2 Tagen an ihrer Arbeitsstätte, dem Three Cakes Inn, gesehen. 3 Menschen sind in den letzten Monaten, alle unter verschiedenen Umständen, verschwunden.
Cora wird als circa 1,50 Meter groß, mit grauen Augen und langem schwarzen Haar beschrieben. Wer etwas zu ihr zu berichten weiß, möge umgehend die Gendarmerie informieren. Okay, also ich weiß leider nichts. Wozu all die Aufregung? Um ein Bauernweib? Eine Bardirne? Wer sein Maul nicht halten kann, sollte sich nicht wundern, wenn andere dafür sorgen, dass man bekommt, was man verdient. Klingt, als wäre Großvater Edward bereit gewesen, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um seinen Willen durchzusetzen. Okay, das ist aber nicht sehr nett. Hier haben wir noch was? Ich bitte Sie, es sich zu überlegen, Sir Edward. Meine Familie lebt seit vielen Generationen auf diesem Land und unser Heim verlassen zu müssen, wäre unser Untergang. Alice, meine Frau, die Sie kennengelernt haben, ist außer sich vor Trauer. Wir können nirgends hin. Ich flehe Sie an, in Ihr Herz zu schauen und uns zu erlauben, zu bleiben. Das ist die Antwort. Die Zeichen sind da. Oh. Leugnet sie auf eigene Gefahr. Das uralte Böse, das in diesem Land lebt, hat die Steine der Schlossmauern durchdrungen. Und wenn sie nicht aufpassen, wird es ihre Familie infizieren. Moment, aber das sind Antworten, die habe ich jetzt nur nicht gelesen. Von dem einen... Zum Ende des Monats rauswerfen. Gnadenlos. Den Constable kontaktieren. Er soll die Hexe einsperren, damit sie uns nicht noch einmal belästigt. Okay. Alles interessant. Jetzt ruckelt das gerade hier ein bisschen. Ich glaube, ich gehe besser vom Schreibtisch wieder weg. Ja. Jetzt wollen wir mal unter den Schreibtisch kriechen. Okay, sorry. Jetzt bin ich aber fast hingefallen. Also eigentlich bin ich hingefallen. Was mache ich denn hier? So, stehen wir mal auf. Ich denke, das Wichtigste wissen wir. Ich finde das schön gemacht vom Spiel, dass alles vorgelesen wird, auch in unterschiedlichen Synchronstimmen. Da kann man sich gleich der, wo das geschrieben hat, auch irgendwie nochmal vorstellen dabei. Gefällt mir. So, hat sich mein Quest-Protokoll schon aktualisiert oder muss ich hier noch was finden? Nein, erkunden Sie das Herrenzimmer. Und diesmal glaube ich dem Spiel. Wir sind hier noch nicht fertig. Werd wahrscheinlich beim Schreibtisch... Oh, du hast deine Kerze vergessen. Ich merk's schon, wie dunkel das auf einmal ist. Also sind wir wirklich fertig mit dem Schreibtisch? Ich guck lieber nochmal. Na, gerade weil man da so halbwegs drüber fliegen kann. Also das haben wir ja gelesen. Genauso wie die beiden Zettel. Ansonsten... Da will er nichts machen, da auch nicht. Jetzt liegt er wieder halb auf dem Boden. Aber ich kann hier auch ganz schlecht die Kamera jetzt noch drehen. Am Ende muss ich wirklich da unter den Schreibtisch krabbeln. Wie dumm wäre das bitte? Nee, aber ich finde jetzt echt nichts mehr. Nee, da kommt kein A und sonst was. Die obere Schublade durfte ich irgendwie nie öffnen, genauso wenig wie die. Vielleicht muss ich nur richtig... Ich meine, wo hat der Kerl jetzt seinen Kopf? Das ist so strange. Bisschen lustig. Okay, also am Schreibtisch selbst finde ich nichts mehr. Nimmst du bitte wieder deine Kerze mit? Oh, hier. Das sieht interessant aus. Fest verschraubt. Jemand wollte nicht, dass es bewegt wird. Kleiner Ring drehen, mittlerer Ring, großer Ring. Letztendlich geht es um die Zeichen ganz oben, nehme ich an. Da brauche ich eine Kombination, damit es sich bewegt oder sich öffnen lässt. Haben wir solche Zeichen schon mal gesehen? Ja, an dem anderen Schreibtisch, da waren das ja auch Zahlen oder so ähnlich. Aber welche Zahlen soll ich jetzt hier eingeben? Was würde Sinn machen? Ein Ansatz bräuchte ich schon. Vielleicht ein Geburtsdatum. Oh, nimm bitte die Kerzen. Ich muss die Kerzen mitnehmen, sonst habe ich ein Problem. Aber ich denke nicht, dass... ich denke, dass wir es hier finden müssten. Sondern allein, weil er die Kerze da lässt...
Und ich nicht glaube, dass er im Dunkeln da jetzt groß rumspazieren will. Also ich will das vor allem auch nicht. Haben wir am Schreibtisch so Dinger gesehen? Oder hier nochmal genau gucken? Es ist jetzt alles viel zu duster. Mal gucken, wenn ich gehe, ob er dann seine Kerze wieder mitnimmt. Oder ob ich überhaupt gehen darf. Ich sehe nicht mal den Ausgang hier. Ich muss herausfinden, was Vater hier versteckt hat. Okay, und da er hier bleibt, kann das auch nichts mit dem alten Schreibtisch-Code zu tun haben. Da muss ich hier einen Hinweis finden. Dann gucke ich nochmal bei den ganzen Unterlagen, ob er da das irgendwo hingekritzelt hat. Das kann ja gut sein. Ob da irgendwo was gekritzelt wurde. Bei dem ganzen Gedöns. Irgendwo drei kleine Zeichen. Fahren wir mal wieder runter. Gucken wir mal hier. Nee, ich sehe hier nur Geschripsel. Auf der anderen Seite, ups, auch nix. Dann gucke ich mir jetzt nochmal den Schreibtisch an. Da ist ja auch kein... Nee, also hier ist nix. Und... bei dem anderen auch nichts zu sehen. Okay, Moment mal, dieses Ding, da kann ich nichts dran machen und da ist auch kein Symbol oder so eingeritzt. Dieses Buch interessiert ihn nicht. Okay, also ich sehe gerade nichts. Vielleicht ist es aber auch gar nicht irgendwo hingeschrieben. Vielleicht ist es irgendwo offensichtlicher und ich sehe es nur nicht. Ein Rätsel, das wir das nächste Mal dann fertig lösen werden, werte Freunde, wenn es hier weitergeht mit Let's Play Black Mirror, die Neuauflage. Also, bis denne.